Hallo, schön, dass du bei mir reinschaust. In meinem neuesten Video möchte ich dir gehäkelte Christbaum-Dekokugeln, Weihnachtsbaumkugeln zeigen, die man entweder in Filzwolle machen kann oder in normaler Wolle. Du musst in normaler Wolle eine Wolle haben, die geeignet ist für eine Häkelnadel 5 bis 6. Die Zusammensetzung der Wolle ist eigentlich egal, Hauptsache es gefällt dir. Und wenn du das in Filzwolle machen willst, dann musst du eine Filzwolle haben, 100% Filzwolle, 50 Gramm, 50 Meter. Du brauchst für eine Kugel knapp ein Knäuel Filzwolle. Vielleicht hast du auch Reste da, das kann man ganz toll verarbeiten. Und dann zeige ich dir noch verschiedene Dekomöglichkeiten für die Kugeln. Ob jetzt mit dem silbernen Stern gehäkelt, der schon im anderen Video. Mit Filzsachen. Das kannst du denn alles selber entscheiden, wie du das möchtest. Hier siehst du nun die Christbaumkugeln, die Dekokugeln, die Weihnachtskugeln in einem gefilzten Zustand, wie sich die Kugeln verändert haben. Ich zeige dir, wie man sie noch dekorieren kann mit verschiedenen Sachen, zum Beispiel mit den gehäkelten Sternen, die ich dir schon gezeigt habe, mit verschiedenen Filzsachen. Und dann würde ich sagen, ich habe dir jetzt zwei Arten von Wolle gezeigt, wie man es im Endergebnis sieht. Und dann möchte ich dir jetzt auch zeigen, wie wir die Kugeln häkeln. Für diese Weihnachtsbaumkugel, Christbaumkugel, brauchen wir Filzwolle, 100% Filzwolle. Und das hat eine Länge von 50 Gramm, 50 Meter. Und wir brauchen eine Häkelnadel 6 oder 7. Dann fangen wir mit der hell an. Diese Kugel bekommt jetzt einen roten Streifen, aber die Grundfarbe ist Natur oder weiß, wie ihr das möchtet. Alle Kugeln haben dieselbe Machart, nur halt das Muster ist anders. Als erstes machen wir vier Luftmaschen, die wir mit einer Öse zum Ring schließen. Am Anfang kommen immer zwei Luftmaschen, eins, zwei, und in diesen Ring kommen jetzt acht feste Maschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, 6, 7, 8. Und wir schließen mit einer Öse die erste Luftmasche der beiden. So, wieder zwei Luftmaschen. Jetzt brauchen wir in jede feste Masche kommen zwei feste Maschen. Und das machen wir erstmal in jede feste Masche jetzt zwei feste Maschen. Wir schließen jede Reihe mit einer Öse. Und am Anfang zwei Luftmaschen, wie ich gesagt habe. So, jetzt muss er wieder zunehmen, aber in die erste kommt dann eine feste Masche, in die zweite zwei, dann wieder eine und dann wieder zwei in eine feste Masche. Also eins, zwei, eins, zwei. Und das machen wir jetzt die ganze Reihe entlang. Wieder zwei Luftmaschen und jetzt muss man fünf Reihen häkeln, wie die Maschen kommen ohne Zunahme fünf Reihen. Am besten legt ihr euch ein Zettelchen daneben und macht pro Reihe einen Strich, dann kommt er nicht durcheinander. Dann bringen wir die farbliche Reihe ein. Aber jetzt erstmal fünf Reihen, immer feste Maschen und am Anfang unsere zwei Luftmaschen. Die fünf Reihen sind jetzt gehäkelt. Ich stülpe es jetzt mal um, weil da die schönere Seite ist, die rechte. Jetzt nehmen wir die rote Wolle. Ziehen es einfach durch die Schlaufe durch. Dann zwei Luftmaschen. Die helle festgezogen, die lassen wir innen hängen, die brauchen wir wieder. So, jetzt machen wir eine Reihe rot ohne Zunahme. Dann machen wir eine Reihe weiß. Und dann machen wir wieder eine Reihe rot.
Anfang immer zwei Luftmaschen und ihr lasst den Faden der Wolle immer innen hängen und führt den nur nach oben. Nicht abschneiden, einfach nur wechseln. Also eine Reihe rot, eine Reihe weiß oder Natur und eine Reihe rot. Ich zeige es lieber nochmal. Eine Reihe ist fertig, wir machen unsere Öse, ziehen es zusammen, machen zwei, lassen die rot jetzt hängen, nehmen die Natur von innen, machen zwei Luftmaschen, eins, zwei, ziehen mal kurz an der rot hinten, damit das enger wird. Und jetzt machen wir noch eine Reihe Natur drüber hin und dann wechseln wir den Faden wie gerade, auch wieder auf rot. Und dann häkeln wir zwei Reihen nochmal in Natur über die zweite Reihe rot in festen Maschen. Wenn ich mich mehr versprochen habe und sage zwischendurch stricken, sorry. Ich wechsle immer mal im Moment, stricke ich noch als Geschenk noch drei Mützen. Ich finde die so toll. Das bekommen liebe Freunde. Und dann komme ich einfach manchmal ein bisschen durcheinander. Sorry dafür. Aber ihr wisst ja, es ist ein Häkelvideo. Und so schön wird das dann. Und ihr seht, wie schnell das geht. Nun wird es Zeit abzunehmen. Wir machen zwei Luftmaschen wieder am Anfang. Eins, zwei. Und dann häkeln wir fünf Maschen. Fünf feste. Eins, zwei, drei, vier. 5, 6 und 7 werden jetzt abgenommen. Wir gehen in die 6. hinein, in die 7. heraus und machen eine feste Masche. Dann häkeln wir wieder 5 Maschen. 1, 2, 3, 4, 5. Wir gehen in die 6. hinein, in die 7. heraus und häkeln zusammen. Wieder 5 Maschen. Und das müssen wir jetzt 3 Reihen lang machen. 5 einzelne. Und die 6 und 7 zusammen häkeln 3 Reihen lang. Nun geht es weiter. Wieder 2 Luftmaschen. Und dann häkeln wir 3 feste Maschen. 1, 2, 3. Und Nummer 4 und 5 werden zusammen gehäkelt. Dann wieder 3. 1, 2, 3. Und 4 und 5 zusammen. Und nach dieser Reihe müssen wir dann erst einmal die Kugel füllen. Zum Füllen nehme ich immer Füllwatte, aber ich kaufe die nicht in so einem Pack im Bastelgeschäft, sondern ich, wie ich schon oft erzählt habe, ich kaufe mir im Discounter oder im Möbelhaus mit den 4 Buchstaben einfach ein großes Kissen mit Füllwatte. So 80x80. Erstmal ist wesentlich mehr drinne. Ist Allergiker geeignet, es ist viel, viel günstiger und dann mache ich einfach den Bezug von dem Kissen so 10 cm weit auf, hole mir meine Füllwatte raus, die ich so brauche. Wenn ich unterwegs bin, nehme ich so einen kleinen Gefrierbeutel, macht mir da ein bisschen was rein und so hat sich das dann. So, ihr füllt die Kugel nicht so wahnsinnig fest, weil die muss ja noch verfilzen, also darf sie nicht poppen fest gefüllt werden, sondern so richtig schön leicht. So, jetzt müssen wir immer 2 zusammen häkeln und jetzt bitte keine Luftmaschen am Anfang, sondern richtig fest zusammen, immer 2 Stück und gut festziehen. Weil unsere Kugel muss ich jetzt gut zusammenziehen. So, immer 2 zusammen, bis oben nur noch ein Mini-Loch ist. Als weiter immer 2 zusammen, auch wenn die Reihe schon herum ist. Immer weiter. Und gut ziehen dabei. So, jetzt haben wir nur noch so ein kleines Loch. Wir häkeln jetzt nicht weiter, sonst gibt es da so einen unschönen Absatz. Jetzt überlegt ihr euch bitte, möchtet ihr einen gehäkelten Faden zum Aufhängen haben, dann müsst ihr jetzt noch Luftmaschen dran machen. Kommt drauf an, wie groß euer Baum ist, wie weit sie runterhängen sollen. Also ich würde so schätzungsweise sagen 40,
auf 45, weil es filzt ja auch. Die anderen, die sagen, nee, ich möchte nicht so ein dickes Band haben. Die müssten dann den Faden großzügig abschneiden und damit die Kugel noch zusammennähen oben und gleichzeitig auch den Faden vernähen. Also ich mache bei mir vielleicht sogar 50 Luftmaschen, das müsst ihr wirklich mal ausprobieren. So, Luftmaschen sind fertig. Ich mache eine Öse, dass ich einhängen kann und gehe auf die andere Seite und mache noch einmal eine feste Masche. Ziehe sie durch. So, mache dann noch mal eine Luftmasche drüber hin und dann Faden ab, durchgezogen. Und jetzt müssen wir den Faden nehmen und wieder das Handarbeitsglas, das kennt ihr ja, den dicken Faden müssen wir jetzt vernähen. Die Fäden, die innen drin sind, die verfilzen. Wenn ihr gut festgezogen habt, die verfilzen wunderbar, braucht ihr gar nicht vernähen. Aber hier oben, das muss schon vernäht werden, das ziehen wir zusammen. So, entweder macht ihr jetzt noch zwei, drei andere Kugeln oder ihr wollt erstmal nur die verfilzen. Weil das Filzergebnis ist immer am schönsten, wenn man alleine filzt, nicht mit normalen Wäsche dazu. Die verfilzen dann wirklich nicht schön. So, ich zeige euch dann noch ein paar Kugeln mehr. Die erste ist jetzt fertig. Wenn ihr gleich filzen wollt, wie filzen wir? Wir tun die Kugel in die Waschmaschine, pflegeleicht, 40 Gramm, ein normales Programm. Ein Becher Flüssigwaschmittel dazu. Könnt ruhig ein Vollwaschmittel nehmen, kein Wollwaschmittel, kein Weichspüler und am besten für das Filzergebnis ist, wenn ihr noch ein, zwei Tennisbälle mit hineingebt, wenn ihr sie zu Hause habt. Manchmal gibt es auch solche Waschhilfen wegen kaltem Wasser aus Kunststoff mit Magnet innen drin, die kann man dann auch hineintun und dann verfilzen wir die Kugel. Nachher muss sie gut in Form gedrückt werden und dann auf dem Handtuch am besten einfach mal trocknen lassen. Und das wäre jetzt mein Vorschlag für die erste Kugel. Mit der gleichen Wolle habe ich jetzt noch eine neutrale Kugel gehäkelt. Genau dieselben Maschen, nur halt die roten Reihen in Naturwolle. So, jetzt zeige ich euch nochmal die andere Art, einen Aufhänger dran zu machen, wenn ihr das nicht auf Luftmaschen haben wollt. Ich habe einfach einen neutralen Faden, einen durchsichtigen und das kommt dann wieder drauf an, wie lange sollen die Kugeln runterhängen. Wollt ihr den für den Christbaum oder wollt ihr doch lieber das als Deko für ein Fenster nehmen oder nur einen Ast und dann verschiedene Kugeln dran und ein Fenster reinhängen oder so. Dann einfach auf eine Nadel fädeln, Doppelfaden, Knoten hinein, am besten so zwei. So, dann nehmt ihr die Kugel am oberen Ende durchgezogen, den Faden nochmal aufgefädelt, einfach nochmal durch die Schlaufe durch, die dann hinten entsteht. Dann ziehen wir den Faden gleich, schneiden ab und machen oben noch einen Knoten rein. Und schon habt ihr einen neutralen Faden zum Aufhängen, den man dann kaum sieht. Das ist euch dann überlassen, wie ihr es gern haben möchtet. Jetzt kommen wir zum nächsten Weihnachtsbaum, Christbaumkugel. Ich habe jetzt genau wie die anderen beiden hochgehäkelt. Wir haben in der ersten Reihe 4 Luftmaschen, dann 8 feste Maschen hinein, dann in jede 2 Maschen, dann in der zweiten Reihe einmal eine, dann zwei, dann eine, dann wieder zwei. In der dritten Reihe haben wir eine und dann zwei, eine, zwei. So, und darauf habe ich 4 Reihen gehäkelt ohne Zunahme. Die Wolle ist jetzt hier zu Ende. Ich wollte auch gerade mal zeigen, einfach den Faden gut anknoten und den Knoten nach innen legen. Dann braucht man noch nicht mal zu vernähen beim Verfilzen. So, wir nehmen jetzt die rote Wolle dazu. Nächste Muster, wieder durchziehen, 2 Luftmaschen, die naturfarbene bleibt innen hängen, mal festziehen. So, und jetzt brauchen wir 2 Reihen feste Maschen,
Am Anfang zwei Luftmaschen ohne Zunahme. Einfach jetzt einen breiten Streifen in Rot. Zwei Reihen. Die zwei Reihen Rot haben wir gestrickt. Wir beenden den roten Faden, nehmen den Naturfarben unter Weißen nach oben, machen zwei Luftmaschen, 1, 2, ziehen den roten gut fest. Den kann man jetzt auch prima nochmal innen mit dem Anfang so ein bisschen leicht verknoten und lässt ihn dann einfach innen hängen. So, jetzt kommen wir zum Muster. Wir machen eine feste und dann gehen wir bis in die naturfarbene Wolle hinunter und machen eine ganz lockere Feste. Ich zeige es nochmal. Wir gehen in die letzte Reihe der naturfarbenen ganz runter und machen eine ganz lockere Feste. Dann machen wir 5 normale Festemaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann gehen wir wieder in die naturfarbene hinunter und machen eine Feste, eine ganz lockere und nochmal. Immer 2 Stück und dann 5 normale, 1, 2, 3, 4, 5 und wieder in die naturfarbene. Also wir überspringen die zwei roten Reihen und machen ganz unten den Einstieg in die naturfarbene Wolle und machen ganz lockere Feste. Jetzt wieder normale Feste, 1, 2, 3, 4, 5 und wieder ganz nach unten in die naturfarbene Wolle hinein, eine lockere Feste und eine lockere langgezogene Feste und dann wieder 5 normale, 1, 2, 3, 4, 5, wieder 2 nach unten, 1, 2, ganz ganz locker. Und dann wieder 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt wieder 2, 1, 2. Und dann beenden wir mit den restlichen festen Maschen die Reihe. So, und die Öse zum Verschließen der Reihe wie immer. Dann wieder 2 Luftmaschen. So, jetzt müssen wir 2 Reihen darüber häkeln in Natur, ohne Zunahme oder Abnahme. Und danach müssen wir wieder die Kugel schließen, wie in den anderen, in dem ersten Video oder Abschnitt in diesem Video. Das heißt, nach diesen Reihen ohne Zunahme müssen wir 5-mal eine häkeln und dann die 6. und 7. zusammen. Dann wieder 5-mal eine und 6. und 7. zusammen. Das müssen wir 3 Reihen lang machen. Danach häkeln wir in der weiteren Reihe 3-mal eine und die 4 und 5 zusammen. 3-mal eine, 4 und 5 zusammen, eine Reihe. Danach muss die Kugel gefüllt werden. Das habe ich euch gezeigt, wie einfach das geht. Und dann müssen wir immer 2 zusammen häkeln. Denkt dran, am Anfang in dieser Reihe keine 2 Luftmaschen. Das ist wirklich ganz enges. Und dann müsst ihr überlegen, welchen Aufhänger ihr haben wollt. Gehäkelt mit Luftmaschen oder dann mit einem neutralen Faden. Und dann ist auch diese Kugel wieder fertig. Das machen wir jetzt erstmal. Für die nächste Kugel brauchen wir wieder eine einfarbige Kugel, die wir gehäkelt haben, und ich habe mich hier für ein silbernes Lurex-Garn entschieden. Ihr könnt auch ein goldenes nehmen oder es gibt es in Rot. Und dann wird angehäkelt mit einer kleineren Häkelnadel. Wer jetzt das mit einer normalen Wolle gehäkelt hat und keine Filzwolle, muss doppelt so viele Maschen machen, weil die Filzwolle wird ja kleiner, also haben wir mehr Rüschen. Bei der normalen Wolle bleibt das so. So, wir machen in jede Masche 2 Stäbchen. Wir müssen einmal rundherum um die ganze Kugel und machen in jede Masche 2 Stäbchen. Wenn wir jetzt normale Wolle haben und das bleibt so ungefilzt, dann müssen wir 4 Stäbchen reinmachen.
Und dann häkeln wir das wirklich, wir nehmen uns das Quetschen uns so zusammen und in jede Masche kommen jetzt zwei Stäbchen bei Filzwolle und zwei Stäbchen, vier Stäbchen bei normaler Wolle. Und dann können wir wirklich so eine richtig schöne Bordüre rundherum häkeln. Das muss gar nicht in dieser Reihe bleiben. Das kann sich auch mal verschieben, dass wir so eine Wellenform kriegen. Und dann müssen wir einmal rundherum los. Am Ende müssen wir uns dann wieder am Anfang treffen. Wie gesagt, ich fand Silber ganz schön. Wir können das auch in Gold machen. So, und dann häkeln wir einmal Stäbchen rundherum. Immer schön rundherum. Wie gesagt, mal in die obere Reihe. Man kann da wirklich schöne Wellen machen. Und das ist jetzt die nächste Art, selber Deko-Kugeln, Christbaumkugeln herzustellen, zu häkeln. Und ihr seht, wie einfach das doch geht. Und das ist wirklich eine schöne Art, abends beim Fernsehen gucken, sich die Zeit zu vertreiben. Und dann kriegt man ein ganz besonderes Deko-Element für den Weihnachtsbaum oder fürs Fenster oder so. Und wenn ihr dann vielleicht noch die Engel dazu nehmt, die ich euch gezeigt habe, oder die kleinen Sterne aus Butterbrotpapier, dann habt ihr eine wunderschöne, eigengemachte Deko. Auch jetzt die kleinen Mützchen, die ich euch schon gezeigt habe, die kann man prima an den Schlaufen aufhängen. Man kann eine Lichterkette, eine LED-Kette noch einstecken in jedes. Einfach hier die Masche ein bisschen auseinanderziehen und eine LED-Kette mit dem Köpfchen einstecken. Das wird ja nicht heiß. Da gibt es so viele Sachen. Und dann machen wir jetzt erstmal unsere Stäbchen an der Kugel fertig. Die silbernen Stäbchen sind jetzt verschlungen, einmal rundherum gehäkelt worden. Jetzt müssen wir noch die Fäden vernähen. Und dann ist es für die normale Wolle fertig. Und für die Filzwolle muss es dann halt nochmal in die Waschmaschine. Ich habe jetzt nochmal einen silbernen Stern gehäkelt. Dazu gibt es ein extra Video. Der Stern, den ich da vorstelle, ist in weiß, weil man es besser sieht beim Häkeln. Das Silberne sieht man wirklich sehr schlecht. Und das kann man dann auch nochmal hier aufnähen, aufkleben, wie man möchte. Das ist dann auch nochmal eine Art für die Deko-Kugel, Weihnachtskugel, Christbaumkugel. Die nächste Kugel mit den gleichen Maschenanzahlen wie die erste Kugel, die ich euch ausführlich gezeigt habe, ist fertig. Und darauf finde ich halt den Stern auch ganz, ganz toll. Den kann man dann aufnähen oder aufkleben. Natürlich kann man auch ganz andere Sachen draufkleben. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Wie gesagt, der Stern, den man selber häkeln kann. So, dann habe ich aus Filz jetzt so kleine Rentiere. Das sieht total putzig aus, wenn man die aufklebt. Da gibt es wirklich ganz tolle Streudeko. Auch mal so einen großen. Den kann man sogar noch hier oben dran machen. Einfach einziehen. Dann bräuchte man gar nicht kleben. Und dann hätte man so eine tolle Dekokugel mit dem großen. So. Und dann gibt es natürlich so kleine süße Engelchen aus Holz mit Glitzer. Und die passen ja auf jede Farbe dann drauf, auch jetzt auf die hellen. Und das muss man sich dann überlegen, wie man es gerne hätte. So, die jetzt die normale Wolle haben, bringen noch ihre Deko auf, wenn sie Lust dazu haben. Ansonsten ist es jetzt fertig. Die anderen, die jetzt die Kugeln mit Filzwolle gemacht haben, die müssen noch filzen. Und zur Sicherheit sage ich es nochmal. Wir können jetzt alle Kugeln, die wir gemacht haben, zusammen in die Waschmaschine. Programm pflegeleicht, 40 Grad. Mit einem großen Becher Flüssigwaschmittel. Bitte kein Wollwaschmittel, sondern ein Feinwaschmittel oder ein Vollwaschmittel. Aber ein Flüssigwaschmittel. Auf gar keinen Fall Weichspüler. Und dann lassen wir komplett das ganze Programm bei 40 Grad pflegeleicht durchlaufen. Wer noch Tennisbälle zu Hause hat, so 2, 3, ist auch ganz schön, wenn man die dabei tut. Das Filzergebnis wird schöner. Wenn sie noch feucht sind, die Bälle gut in Form,
drücken und dann am besten auf ein Handtuch legen und sie einfach so trocknen lassen. Das wäre jetzt das Nächste, was wir machen müssten. Und nach dem Trocknen müssen dann die, die gefilzt haben, ihre Deko aufbringen. Nicht vor dem Filzen, sondern erst nach dem Filzen, weil es ja kleiner wird und dann wirkt es nicht. Also erst filzen, dann die Deko für die Filzwolle aufbringen. Unsere Christbaumkugeln, unsere Dekokugeln sind nun fertig gefilzt. Die eine ist sogar nach dem Filzen noch ein bisschen größer geblieben. Ihr wisst ja, ich bin eine vorsichtige Filzerin, wenn ihr schon mehr mit mir gemacht habt. Also ich bin immer dafür, auf 40 Grad zu filzen und nicht auf 60. Und wenn das Ergebnis dann auch nicht so ist, wie man das möchte, dann gebe ich meine Filzkugeln, meine Filzsachen einfach nochmal bei einer Pflegeleichtfläche dazu und filze sie noch ein zweites Mal. Wenn es mir dann immer noch nicht gefällt, auch ein drittes Mal. Ich mache es lieber vorsichtig, bevor ich mir mein Filzteil ruiniere. Und dann habe ich sehr, die Ideen haben dir gefallen. Du schaust wieder mal rein, mich würde es freuen und ansonsten wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Tschüss!